Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 3 und zwar für die Handelstage vom 14.01. bis 18.01.2019. Wir wollen wie gewohnt auf das Big Picture schauen, der Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, wollen schauen, was ist in der vergangenen Handelwoche jetzt denn passiert, was könnte gegebenenfalls in der kommenden Handelswoche passieren, welche wichtigen Bereiche, Widerstände und Unterstützungen waren denn hier wichtig in den Märkten und vor allem welche Widerstände und Unterstützungen könnten in der kommenden Woche wichtig sein. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind natürlich auf dem Kanal von JFT Brokers und wie gewohnt findet ihr hier auf dem YouTube-Kanal unterhalb des Videos die entsprechenden Märkte aufgelistet und dahinter dann entsprechend eine Zeitangabe und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, dann kommt ihr in diesem Video, in dieser Analyse entsprechend zu den Märkten, also wenn ihr euch zum Beispiel den DAX und S&P vielleicht nicht anhören wollt, sondern direkt zum Euro-US-Dollar oder zum Gold springen wollt, könnt ihr einfach hier hinter dem Markt auf die entsprechende Zeit klicken und ihr landet entsprechend im Video dann an der Stelle, wo ich dann anfange, über diesen Markt zu sprechen. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr hier diesem Video erneut wunderbar einen Daumen hoch gebt, wenn ihr hier natürlich euch das Video anschaut, was ihr an dieser Stelle macht. Denn so eine Gefällt-mir-Angaben hilft uns ungemein hier, den YouTube-Kanal für euch nach vorne zu bringen. Also scheut euch quasi nicht hier, dem Video einen Daumen hoch zu geben. An dieser Stelle natürlich auch erstmal wieder kurz der Risikohinweis, den schauen wir uns an. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantworten. Bekommen. Und bevor wir jetzt mit dem DAX starten, blicken wir dann nochmals auf die Handelswirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. So rum macht die ganze Sache Sinn. Also wir schauen hier auf die Wirtschaftskennzahlen. Hier ist es sehr, sehr wichtig, extrem wichtig sogar, was hier am Dienstag passiert. Und zwar UK aus England kommt die Abstimmung zum Brexit und ich denke, das wird nicht nur für den britischen Pfund und Euro-US-Dollar wichtig sein, sondern ich denke, das wird hier gerade unsere europäischen Märkte schon beeinflussen können. Also wenn hier irgendwas rauskommt, was irgendwie nicht vom Markt erwartet wird und hier ist, denke ich, generell große Unsicherheit, dann kann das durchaus die Märkte bewegen. Das passiert allerdings hier teilweise in der Nacht, beziehungsweise kann sich das teilweise in den Mittwoch, in den Dienstag reinziehen. Also hier definitiv am Mittwoch anfangen, vorsichtig zu sein mit der Abstimmung zum Brexit aus England. Und dann kommen nochmal so ein paar Wirtschaftskennzahlen. Harmonisierter Verbraucherpreisindex am Mittwoch um 8, das ist eigentlich nicht so wichtig. Dann um 14.30 Uhr USA am Mittwoch Einzelhandelsumsetzung, Controlling des Einzelhandels. Das sind alles nicht diese kriegsentscheidenden Wirtschaftskennzahlen. Ihr kennt das mittlerweile. Das kann ich eigentlich fast jede Woche wiederholen, denn diese ganzen Kennzahlen, auch die Non-Farm Payrolls, sind halt aktuell nicht so enorm entscheidend für die Märkte. Da ist es viel wichtiger, wenn mal wieder eine Zinsentscheidung der FED oder der EZB kommt, was erstmal in der kommenden Handelswoche nicht der Fall ist. Am Donnerstag dann nochmal um 11 Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht so wichtig. Das Wichtigste in der kommenden Woche findet am Dienstag statt. Parlamentabstimmung zum Brexit-Plan. Da sollten wir drauf schauen. Das werden wir natürlich entsprechend in den Livestreams dann auch ja, in die Beschau nehmen, gucken, was hier entsprechend an den Märkten passiert ist. Wir starten mit dem DAX. Und der hat mir persönlich zwar diese Woche einen Wochenplus beschert, aber er hat mir einen Handelstag beschert, der mir gar nicht so richtig in den Kram gepasst hat. Und das war der Donnerstag. Donnerstag hatte ich ein wenig auf dem Schirm, dass hier die Schwäche, die dann eben nachdem dieser wichtige Bereich in etwa 10.900, 10.950, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug dazu, also hier dieser Widerstandsbereich, den wir ja doch als nicht so unwichtig markiert hatten, zwar auch noch ein klein wenig höher, den 11.000er, beziehungsweise 11.044er Bereich, das waren auch so Widerstandsniveaus. Aber man hatte schon gemerkt, dass an der 950, also in diesem Bereich dieses Zwischenhochs aus dem Jahre 2018, muss man ja mittlerweile sagen, dass der Markt hier anfängt, Schwäche zu bekommen. Er hat sowieso oder generell diese Aufwärtsbewegung nicht wirklich mit Momentum vollzogen, sondern teilweise relativ choppy, also nicht wie in der vorletzten Handelswoche hier Freitag, wo das so richtig schön sauber nach oben ging. Das ist in diesem
diese Handelswoche eigentlich kaum passiert. Und da kam hier dann zur Mitte der Woche schon mal Schwäche rein. Und ich bin hier am Donnerstag davon ausgegangen und habe dieses Ziel auch etwas aggressiver verfolgt, dass hier nach einer leichten Erholung gegebenenfalls die Abwärtsseite mit dem Widerstand in etwa 950 hier als erstmal auch zwischenhoch im Prinzip dann aufgenommen wird, führte dazu, dass ich Donnerstag nochmal einen kleinen Verlust hinnehmen musste, heute aufgrund eines Coachings gar nichts gemacht habe, wo dann so ein bisschen Schwäche reinkam. Was bedeutet das jetzt für die kommende Handelswoche? Wir merken, und das werden wir auch gleich im S&P sehen, da ist das noch merklicher, da können wir uns das angucken. Wir wissen nun mittlerweile, dass auf jeden Fall hier doch enorm der Deckel drauf liegt auf 950. Und es würde mich nicht wundern, auch im S&P, was wir uns wie gesagt gleich anschauen, dass hier gegebenenfalls am Montag direkt ein Eröffnungskurs stattfindet, der oberhalb dieser Widerstandszone ist. Das wäre für den Markt nicht unüblich. Und wenn das passiert und der Markt dann oberhalb hier dieser Wochenhochs im Prinzip rangiert, dann kann es sein, dass wir hier relativ stark und zügig weiter gen Norden tendieren, denn wir haben hier in etwa 11.200er Bereich nochmal so ein offenes Gap, was auch ganz gerne geschlossen wird. Also ein Szenario, was zwar eigentlich für mich jetzt nicht so das Favorisierte ist, was aber durchaus möglich wäre am Montag, dass der Markt, wenn er hier drüber eröffnet, beziehungsweise natürlich dann auch, das ist so das Kernbild, was wir uns gleich anschauen werden, wenn wir natürlich da drunter eröffnen und dann irgendwann doch ausbrechen, dann ist es schon denkbar, dass wir hier erneut so ein bisschen Momentum auf der Aufwärtsseite sehen. Und wir merken uns, in etwa 11.200, beziehungsweise natürlich erstmal die 11.000, 11.044 und dann 11.165 in etwa. Das sind hier natürlich auch noch Widerstandsniveaus, die der Markt dann erstmal kassieren muss und dann wird hier im Bereich in etwa 11.200 nochmal ein Gap geschlossen. Und wenn wir uns die aktuelle Woche anschauen, da ist ja, sage ich mal, jetzt nicht so viel von der Aufwärtsbewegung passiert. Da war in der Woche zuvor, also im Start, der Start des Jahres, der war da schon etwas stärker aufwärts. Aber ich denke, das passt ganz locker ins Bild rein, dass wir hier durchaus nochmal weiter die Aufwärtsseite sehen. Aber aufgrund der US-Märkte und auch aufgrund des Widerstands hier im DAX im Bereich 11.950 ist natürlich dieser Bereich wichtig. Und der Bereich, beziehungsweise wir schieben das Bild mal ein wenig zusammen, um das hier so ein bisschen besser darzulegen. Wir haben diesen Schlusskursbereich des heutigen Tages im etwa 880 und wir haben in diesem 880er Bereich, schaut mal, wenn wir hier diesen Schlusskursbereich, wenn wir da eine Linie ziehen, dann sehen wir, dass der Markt hier um diese Linie, es ging ja dann wieder runter, erstmal wirklich die ganze Zeit mehr oder weniger hin und her pendelte. Also genau dieser Schlusskursbereich, der hat hier mehr oder weniger so eine Mittelachsenfunktion sozusagen. Und somit ist das jetzt gerade für den Start der Handelswoche, also Montag, dann vielleicht auch Dienstag, wir müssen da so ein bisschen drauf schauen. Ich kann heute fast schwierig einen richtungsentscheidenden Bereich festmachen. Eigentlich ist es fast der Schlusskursbereich. Also wenn wir oberhalb dieses Bereiches hier eröffnen am Montag, zum einen natürlich dieses Szenario, was ich gerade gesagt hatte, dass wir hier gegebenenfalls sogar oberhalb der 950 eröffnen, aber auch wenn wir hier oberhalb dieses Unterstützungsniveaus, als was ich das ansehen würde, diesen Schlusskursbereich, bedingt auch durch diese Mittelachsenfunktion und würde ich erstmal darüber davon ausgehen, dass der Markt auch da dann Stärke hat und hier diese Aufwärtsbewegung in Richtung 11.000, 11.044 durchaus weiter fortsetzen kann. Und dann natürlich auch folgend die weiteren Schritte gen Norden nicht unrealistisch sind. Gehen wir aber da runter und da ist natürlich so ein bisschen schon Feingefühl gefragt, denn unterhalb von aktuell 10.880 wäre es zum einen erstmal denkbar, dass wir in Richtung 780 laufen. Und eigentlich ist das so der richtungsentscheidende Bereich. Wenn wir dorthin laufen und der Markt hier eben nicht nochmal Unterstützung findet, wie er es in dieser Woche gefunden hat, dann ist es denkbar, dass hier, und das ist das, wovon ich eigentlich auch schon in dieser Handelswoche einmal mit dieser Abwärtsbewegung und dann auch am Donnerstag vorsichtig davon ausgegangen bin, dass hier der Markt eventuell nach einer leichten Erholung in Richtung 780 läuft, beziehungsweise dann sogar durchläuft und hier gegebenenfalls Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut. Alles bedingt, da wir hier
in einem übergeordneten Widerstandsbereich hängen, den der Markt, wohlgemerkt, man sieht es ja, eben auch erstmal nicht überschreiten konnte. Somit ist erstmal, wie gesagt, der Kerngedanke unterhalb von 8,80 beziehungsweise noch viel mehr unterhalb von 7,80 durchaus erneut mein Gedanke, den Markt eher auf der Abwärtsseite zu betrachten als auf der Aufwärtsseite. Und sollten wir oberhalb von 880 bleiben, und das ist natürlich eine kleine Entscheidungszone, dann eben weiterhin die Aufwärtsseite in Richtung 1144. Und wenn wir uns das, und was mir eben auch in der vergangenen Handelswoche von der Aufwärtsamplitude nicht so gefallen hat, schaut mal immer, wenn der Markt neue Bewegungshochs ausgebaut hat, was dann passiert ist. Ja? Der hat das zwar immer minimal getan, hier oben sogar ja dann auch, ja, und dann hier wieder. Immer wenn der Markt neue Bewegungshochs ausgebaut hat, ist er sofort wieder zurückgekommen. Ständig False Breakout nach oben, zurück. Breakout nach oben, zurück. Also diese Stärke, die zwar irgendwie ja stattgefunden hat, die war wirklich extrem choppy. Und von daher ist das nicht selten ein Zeichen, dass der Markt eventuell sich dann für die Abwärtsseite entscheidet. Man kann hier auch so eine schöne Trendlinie zeichnen. Ihr merkt, ich habe so ein bisschen den Drang dazu, dass der Markt wegbricht, aber ich würde es auch gerne sehen, ich würde es auch realistisch einschätzen, der Markt ist grundlegend weiterhin abwärts tendierend, ich glaube dem Markt nach wie vor die Aufwärtsseite nicht so wirklich und von daher würde ich es eben ganz gerne sehen, dass er wegbricht und wenn er wegbricht, möchte ich der ganzen Sache auch ganz gerne folgen. Und wenn er das nicht tut, werde ich weiterhin etwas vorsichtiger sein in Käufen, denn die Kaufseite, die Aufwärtsseite war extrem shoppy, die hat sich extrem schwierig gezeigt für Kaufgedanken, da der Markt teilweise stark wieder zurückkam und dann doch wieder anstieg. Ja, somit bin ich nach wie vor vorsichtig, wenn es aufwärts geht und wenn der Markt eben anfängt, Schwäche zu zeigen, würde ich es wieder versuchen, dann der Schwäche zu folgen. Das die Gedanken zum DAX. Wir gehen auf den S&P und ich habe euch ja gesagt, hier ist das Ganze noch merklicher. Schaut euch das mal an. Wir schieben das mal wirklich zusammen hier, das Bild, machen das mal groß und gehen mal auf den 30-Minuten-Chart und dann seht ihr, der Bereich 2596, den habe ich hier schon seit langer, langer Zeit im Markt liegen. Und wir sind aus dem Unterstützungsniveau, vorher Widerstandsniveau in etwa 2560, gekommen. Wir sehen das hier noch links im Chart. Wir haben diesen Bereich dann nochmal getestet und sind jetzt hier direkt in den nächsten Widerstandsbereich gelaufen. Sind dort abgeprallt, sind dort wieder hingelaufen, sind dort abgeprallt, sind dort wieder hingelaufen, sind dort abgeprallt, sind wieder hingelaufen, abgeprallt, hingelaufen und annähernd in diesem Bereich sogar den Schlusskurs gefunden. Und wir sehen hier, wie gesagt, noch eindeutiger als im DAX. Ja, im DAX bildete sich ja auch dort oben so diese Widerstandszone. Und wir sehen das hier im S&P auch. Und somit ist hier ebenfalls ähnlich wie im DAX der Gedanke. Oberhalb dieses Bereiches ist es natürlich klar weiter aufwärts tendierend. Was da bedeuten würde, obwohl wir hier diesen charttechnisch wichtigen Bereich haben, Moment, dafür gehen wir wieder auf den 4-Stunden-Chart, wir wissen ja, wir sind eigentlich an einem ja, alten Tiefbereich dran, da hat der Markt ja hier unten das letzte Mal reagiert, das war noch knapp unter diesen Tiefs. Und jetzt sind wir nach oben gelaufen, wir haben schon gesagt, wir müssen mal schauen, wir haben hier wichtige Widerstandsbereiche. Und wir sind jetzt hier oben an diesem Widerstandsbereich, dann sind allerdings durch diesen hier schon durchgelaufen, haben hier nur kurz reagiert. Also der Markt zeigt schon ganz schön Stärke, aber es wird immer dünner. Ich denke auch im S&P wird die Luft erstmal immer dünner und der ist einfach auch schon sehr stark mit Momentum nach oben gegangen. Und wenn wir das zum Beispiel mal mit dem Anfang des vergangenen Jahres vergleichen, da ist ja der Markt erstmal, der US-Markt, das war ja dann von der Wechsel 2017 zu 2018, die US-Märkte sind dann erstmal wieder relativ stark gestiegen und dann Ende Januar, Anfang Februar kam ja dann diese starke Momentum-Abwärtsbewegung. Diese hatten wir jetzt Ende des Jahres, wirklich eine sehr, sehr starke momentumhafte Abwärtsbewegung, ja, sehr, sehr große Abwärtstage und jetzt haben wir hier dann eben ja zwischendurch dann auch mal ein bisschen stärkere Bewegung, Gegenbewegung gehabt, ja, dann hier auch und dann sehen wir aber, dass irgendwann der Markt dann kam nochmal stärker und dann kam hier irgendwann, Moment,
dann kam hier irgendwann die Schwäche rein. Und es sollte, denke ich, ebenfalls und gerade bedingt durch diese Widerstandsniveaus, die sich jetzt hier zeigen, sollte hier auch mal wieder so ein bisschen Schwäche wenigstens reinkommen. Und da haben wir hier dieses Unterstützungsniveau um die Marke 2517. Ihr seht, hier ist noch aus der Woche sogar noch ein Alarm drin. Denn das ist der Bereich, der natürlich dann als nächstes interessant wird. Also, idealerweise, ähnlich wie im DAX, ich würde es gerne sehen. Vorsichtig natürlich nicht, dass ich mir die Finger extrem verbrennen möchte, wenn der Markt doch weiter nach oben läuft. Aber auch hier, wir haben es die Woche gesehen und wir können uns jetzt hier auch gleich den Markt nochmal im kleineren Zeitfenster anschauen. Gerade die Tage Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Kernhandelszeit. Schaut euch mal das vergangene Jahr, die Tage 15.30 Uhr bis 22 Uhr an im S&P. Da werdet ihr sehen, dass Mittwoch, Donnerstag und Freitag, das sind die Tage, wo wir hier oben mit dieser Grenze gekämpft haben, wo der Markt in verhältnismäßig kleinen Tagesschwankungen ja eigentlich leicht schwach eröffnet hat, um dann immer bis zu dem Bereich 2596 zu laufen, um dann wieder dort leicht abzuprallen und irgendwo oben eben diese Linie zu ziehen. Kleine Schwankungsamplitude in eigentlich einem Umfeld, was große Volatilität hat. Und das ist immer so ein Zeichen, dass so eine Explosion wieder kommen kann, dass die Volatilität wieder zunimmt. Und Volatilität nimmt natürlich auch ganz gerne auf der Abwärtsseite zu. Somit auch hier der Gedanke, wenn wir über diesen aktuell wichtigen Bereich laufen, ich denke, dann ist es nicht auszuschließen, dass auch der S&P natürlich weiter sich hochhangelt in die nächsten kleineren Widerstandsbereiche. Erstmal 2616, beziehungsweise noch ein bisschen wichtiger, der Bereich um die Marke in etwa 2634, 2635. Also er hangelt sich halt langsam weiter hier gen Norden, so wie er es jetzt hier irgendwie diese Woche getan hat. Definitiv denkbar. Aber auch hier zum einen das Szenario, kurz vielleicht hier drüber eröffnen, schnell hier wieder runterrutschen und dann gegebenenfalls mit ein bisschen Dampf nach unten gehen. Auch hier kann man so ganz grob so eine Trendlinie zeichnen. Ja, und dieses Durchstoßen mit dem Momentum auch vorher, Momentum vorher bedeutet auch gerne Momentum später. Also es ist durchaus denkbar, dass wir hier zurücklaufen. Wie gesagt, diese Unterstützungsniveaus hier, da ist der Alarm, beziehungsweise diese letzten Hochpunkte charttechnisch anlaufen, um dann aus diesem Bereich, und das ist dann der nächste wichtige Bereich, das liegt da eben auch schon der Alarm, dass wir dann, wenn wir wirklich weiter aufwärts laufen wollen, natürlich das übergeordnete Bild von steigenden Hochs und steigenden Tiefs weiter fortsetzen. Ja, das wäre so eigentlich mein Idealbild, so wie ich es gern sehen wollen würde. Also, es bedeutet hier oben, auch hier, erstmal Short handeln, in dem Bereich, hier gucken, wie reagiert der Markt in diesem dann Unterstützungsbereich um die Marke in etwa zwischen 2515 bis 2520. Ja, also in dieser Zone, um hier eventuell wieder nach oben zu laufen. Und wenn das eben nicht passiert, sondern der Markt hier weiter Schwäche findet, dann wissen wir, okay, dann kommt hier eben das nächste Unterstützungsniveau. Auch relativ wichtig, weil es auch in der Vergangenheit erstmal Relevanz hatte. Ja, sieht man ja hier, dass der Markt in diesem Bereich eben auch immer wieder wichtig mal gedreht hat, dass es dann eben denkbar ist, dass wir weiter hierher durchrutschen. Auch hier wäre das Aufwärtsbild übergeordnet ja noch nicht mal gebrochen. Ja? Selbst wenn wir hierhin laufen, kann der Markt auch dort an diesem nicht so unwichtigen Bereich abprallen. Fallen wir allerdings da drunter, unter diesen 2481er Bereich, dann wird das übergeordnete Bild auch wieder ganz schön düster, ganz schön rot. Und es ist denkbar, dass wir hier, das ist jetzt kein Szenario komplett für die kommende Handelswoche. Ich will nur mal so diese groben Gedanken ein bisschen, ja, euch näher bringen, die ich jetzt hier zum S&P habe. Und ihr merkt ja, dass es etwas ausgedehnter ist, als es gerade im DAX war. Weil einfach für mich der S&P auch so der Leitmarkt overall ist, also das ist eigentlich der Markt, den ich so am meisten bewerte, beziehungsweise den ich schon die größte Wertigkeit zuspreche. Und somit sind wir hier so von diesem Bild, das ist denkbar. Somit ist es auch hier etwas schwierig, den richtungsentscheidenden Bereich festzumachen, sondern es ist vielmehr auch hier diese Widerstandszone, die zwischen steigend und fallen entscheiden sollte. Also der Schlusskursbereich, ähnlich wie im DAX,
Und von daher kennt ihr jetzt hier die Gedanken, was ich erstmal zum Start der Handelswoche gern handeln wollen würde. Und auch das werden wir natürlich dann entsprechend in den Livestreams auswerten. Und vielleicht verhilft, eingangs gesagt, diese Brexit-Entscheidung am Dienstag dazu, dass der Markt entsprechend die Ober- oder Unterseite dann doch etwas stärker ausbaut, die Volatilität wieder zunimmt, die jetzt aktuell in den letzten Handelstagen fehlt. Und das gucken wir uns nochmal an. Wir gehen mal auf den 15-Minuten-Chart und gucken mal, wir haben ja heute den 11., es ist heute Abend, der 11.10.09. Also, wir nehmen mal das Fadenkreuz. Hier, das sind so die 9. Zack, der ging hier so los. Also das ist hier dieses Hin und Her ab dem Fadenkreuz sind so die letzten Tage. Das sieht jetzt zwar hier groß aus, aber für die aktuellen Tagesschwankungen, ja, ist das eigentlich relativ gering. Und vor allem, wenn man dann noch betrachtet, die Kernhandelszeiten, ja, diese etwas volatileren Phasen, die sind wirklich nicht so groß gewesen in den letzten Tagen. Und da müssen wir mal schauen, dass hier gegebenenfalls die Volatilität wieder größer wird. Schauen wir auf den Euro, der ja erstmal so aussah, als würde er uns Setups bieten, als würde er vielleicht wirklich mal einen Trend ausbauen. Und er gab uns auch das ein oder andere schöne Setup. Er gab uns ein Ausbruchsniveau. Er gab uns den Test. Also wir hatten hier wirklich das ein oder andere gute Setup markiert. Und zwar der eine Gedanke war, wo wir dann erstmal wieder hier drüber hinaus gingen mit dem Retest des 1430er Bereiches, den wir hier wirklich im Livestream perfekt quasi markiert hatten. Ja, der Test dieses Bereiches mit dem Gedanken, dass der Markt eben durchaus realistisch in Richtung 1530 steigen kann, tat er auch. Dann war er dort, für diejenigen, die eben noch nicht drin waren oder eben die Trades schon geschlossen waren, hatten wir dann einen nächsten schönen Bereich ausgemacht, also der Test, nachdem er hier durch diese Hochs durchgegangen ist, der Retest dieses Bereiches ergab einen zweiten schönen Long-Trigger, natürlich mit dem Ziel, dass wir weiterlaufen, aber wir sehen es hat nicht funktioniert. Der Markt baute wieder Momentum auf der Gegenseite aus. Also diese aktuell oder in der Vergangenheit Shoppy-Bewegungen, die wir zwar hier unten zwischen 13.30 und 14.30 hauptsächlich ausgebaut haben. Diese Seitwärtsphasen, kein Trend, sondern immer wieder Richtungswechsel. Ja? Dann kam ja jetzt hier erstmal so ein bisschen Breakout nach oben, eventuell Trend nach oben. Aber diese Momentum-Bewegung, die hier kam, hat ja das saubere Aufwärtsbild eigentlich erstmal schon wieder ad acta gelegt, beziehungsweise hat das Ganze unsauber gemacht. Somit müssen wir jetzt hier wirklich ganz vorsichtig schauen und eigentlich auch hier uns von Tag zu Tag hangeln. Ihr kennt das eigentlich von der Trading-Woche-Analyse, dass ich schon einen Plan habe, wie könnte sich der Markt grob in den nächsten 5 Tagen bewegen. Aber auch hier gerade der Euro-US-Dollar, wo ich ja eben wirklich sehr, sehr oft gesagt habe in den letzten Handelswochen, wir können die Analyse kurz halten, denn wir sind nach wie vor in der Schiebezone zwischen 13.30 und 14.30. Und was wollen wir hier machen? Was will man in dieser Seitwärtszone machen, außer vielleicht versuchen, oben zu verkaufen, ja, und unten zu kaufen? Klar, klassische Seitwärtstendenzen, Seitwärtsstrategien. Das ist allerdings nicht das, was ich unbedingt handeln wollen würde. Ich will Trendbewegungen handeln. Und das fing ja hier irgendwie ein wenig an. Und dann fingen wir eben, wie gesagt, ja auch an, die Setups zu formulieren. Und dann ging es hier nach unten. Also, solange wir oberhalb von 14.30 bleiben, würde ich ja schon erstmal noch vorsichtig den Gedanken haben, dass das vielleicht hier so ein bisschen eine Verarsche war, dass der Markt vielleicht doch wieder nach oben läuft, 15.30, und dass wir hier vielleicht doch Stärke bekommen. Aber ich denke, auch hier wird Dienstag die Brexit-Entscheidung geben. Denn der britische Pfund, der ist wichtig, der wird sich daraufhin bewegen, und der Euro, der ist dieser ganzen Sache ja etwas oder sehr, sehr nahe. Somit wird auch hier Bewegung reinkommen. Und somit ganz grob gehalten, und das müssen wir am Dienstag dann auch im Livestream besprechen, ganz grob gehalten sind wir ja aus den Tiefs, ja, wenn wir uns das hier unten jetzt quasi mal anschauen, wir sind ja hier abwärts gekommen, haben jetzt so langsam hier die Biege gekriegt, ja, haben dann quasi jetzt hier unten ja wirklich steigende Hochs, ja, zack, zack. Zack, wenn das vielleicht so stehen bleibt, selbst wenn das jetzt hier noch ein Stück tiefer geht, haben wir grundsätzlich steigende Hochs. Das ist zwar hier überall sehr, sehr choppy, aber in irgendeiner Art und Weise sind wir aufwärts laufend. Und wenn wir jetzt oberhalb dieser 14.30 bleiben, also oberhalb dieses wirklich nicht so unwichtigen Bereiches, dann ist es denkbar, dass wir hier vermehrt vielleicht immer mal wieder Long-Zuckungen sehen.
aber weiterhin erstmal mit der Vorsicht, dass diese Volatilitätssprünge nach wie vor da sind. Was da bedeutet, defensiv agieren, nicht handeln, 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 ausgestoppt, ausgestoppt, ausgestoppt. Wenn man merkt, nach wie vor ist der Markt choppy und man schafft es nicht, irgendwie ordentlich einen Gewinn zu produzieren, dann sollte man sofort wieder vom Gas runtergehen, weil es bringt dann nichts. Wir warten dann ab, dass wir entweder den Markt oder einen anderen Markt mal wieder in den Trend sehen. Und da gehen wir gleich auf den Goldpreis, denn der ist ja eigentlich im Trend drin. Ja, da haben wir auch schöne Setups gehabt und das sieht bei weitem besser aus, als hier dieses weiterhin aktuelle Gezappel im Euro-US-Dollar. Und solange wir, wie gesagt, da drüber bleiben, kann ich mir schon vorstellen, das ein oder andere Mal vielleicht vorsichtig die Long-Seite zu versuchen, rutschen wir hier wieder rein in die Schiebezone, 13.30 bis 14.30, heißt es auch hier wieder, Finger weg, zumindest für mich, den Markt Markt sein lassen, den Markt in dem Bereich lassen, da soll er von mir aus machen, was er will. Entweder wir kommen dann irgendwann wieder über 14.30, ja, das ist natürlich jetzt von der zeitlichen Amplitude etwas weit, aber wenn wir natürlich in irgendeiner Art und Weise wieder rüberlaufen, dann wird es wieder long interessant, ja, wenn wir hier unten sind, ist es alles uninteressant und wenn wir, aber das glaube ich erstmal für die kommende Woche nicht, wenn wir hier wieder runterlaufen sollten unter 13.30, dann wird es natürlich interessant, dann auch wieder für die Abwärtsseite, die ich eigentlich, auch wenn wir jetzt hier aktuell oben sind, eigentlich viel lieber sehen wollen würde. Aber aktuell sieht das so ein bisschen longig aus, dann ist es erstmal Pause und erst hier unten wird es wieder interessant für die Abwärtsseite. Schauen wir uns abschließend Gold an, denn Gold ist ja nach wie vor eine Aufwärtsamplitude und wir haben ja diese graue Linie, was der Break zwischen der vergangenen oder vorletzten Handelswoche und der letzten Handelswoche jetzt hier quasi ist. Und diese Bewegung, die wir jetzt hier sehen, ja, hier diese, oder nicht diese Bewegung, sondern diese graue Linie ist ja der Break. So, und wir sehen, dass der Markt schon in irgendeiner Art und Weise wieder Aufwärtstendenzen zeigte. Wir schauen uns das auch auf kleinem Bild gleich an, dass wir da auch das eine oder andere Setup interessant hatten, was sich allerdings eben nicht ganz so schön positiv entwickelt hat, wie wir es eigentlich ganz gerne hätten sehen wollen. Denn 13.00, das ist sogar ein bisschen höher als der aktuelle Strich, den ich jetzt hier gerade mache, beziehungsweise diese 13.05, das wäre schon was, was wir ganz gerne noch hätten sehen wollen, diese Handelswoche. Dass der Markt eben diese Stärke findet, die generelle Aufwärtsbewegung, die wir aktuell haben, weiter fortsetzt und diese aktuelle Bewegung hier ist auch durchaus von den Schwankungsamplituden ohne Wenn und Aber erlaubt hätte, dass wir hier diese Stärke in diesem Bereich finden. Ich schließe es auch für die kommende Handelswoche nicht aus, dass der Goldpreis, und wir sind hier aktuell noch in Niveaus, wo das durchaus ohne Probleme passieren kann, dass wir hier durchaus diese Bereiche 13.00 und 13.05 erstmal noch anlaufen können. Natürlich kann es auch weiter nach oben gehen. Aber das ist erstmal so ein Ziel, was ich als nächstes hatte. Wir sehen, dass dieser Bereich in der Vergangenheit extrem wichtig war. Und wir werden gleich das Bild nochmal etwas zusammenziehen. Denn 13.05 ist ein Bereich, der zum Anfang des Handelsjahres, das ging glaube ich bis März oder April rein, eine untere Grenze einer recht großen Seitwärtszone darstellte. Und hier kommen zwei Punkte jetzt aufeinander. Der erste Punkt ist, dass wir im Anfang des Handelsjahres, also hier diese Zone, Moment, sollte ein Viereck werden, Moment. Ja, wir hatten ja hier diese etwas volatilere Seitwärtszone. Und wann kam der endgültige Break? Das war sogar erst Anfang Mai oder sogar Mitte Mai hier. Ja? Also wir hatten hier oben diese Seitwärtszone. Wir sehen, dass hier diese 13.05, ja, diese Zone wirklich ganz oft wichtig war. Bis dann irgendwann, sogar hier vorne war das im Prinzip schon ein wichtiger Bereich, bis dann irgendwann mal der Break nach unten stattfand, dann kam hier noch dreimal oder viermal auf kleinerer Zeiteinheit der Test von der Unterseite, bis sich dann diese Trendsituation auf der Abwärtsseite hier wunderbar erstmal einstellte, wo wir dann über einige Wochen die Abwärtsseite handeln konnten und dann kam ja so ein bisschen dieser Sell-Off-Bewegung hier unten in Richtung 11.50 bzw. 11.60 und diese Abwärtsbewegung war interessant und dann sind wir ja Ewigkeiten in so Seitwärtszonen gewesen, bis dann eben der Break nach oben kam und jetzt natürlich diese Aufwärtsbewegung. Was ist der zweite Punkt? Der eine Punkt ist 13.05, ist die untere Grenze der Seitwärtszone, also vorher Unterstützung, jetzt aktuell Widerstand, ein somit interessantes Ziel. Und der nächste Punkt ist, dass wir hier eigentlich eine sehr, sehr schöne, steile Aufwärtsbewegung haben, die natürlich ebenfalls irgendwann mal Luft braucht.
Ja, irgendwann muss nicht, aber irgendwann wird natürlich Gold mal Luft holen müssen. Macht es allerdings gerade hier so ein bisschen auf verhältnismäßig hohem Niveau. Ja? Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir eine Konsolidierung sehen, die vielleicht etwas ausgeprägter ist. Ja, und das idealerweise eigentlich aus dem 13,05er Bereich. Das wäre hier so das Idealszenario, was ich ganz gerne sehen wollen würde, um dann idealerweise, also das müssen wir dann sehen, ob wir wirklich weiter aufwärts laufen, ja, dass wir dann diese Hochs neu ausbauen, dann in diese Schiebezone reingehen, da müssen wir dann wieder ein paar andere Regeln gelten lassen, wenn wir da drin sind. Aber das wäre natürlich dann Stärke sehen und es ist natürlich denkbar, es ist ja jetzt schon in aller Munde. Ich habe heute, war es sogar in der Bild-Zeitung oder irgendwo gelesen als Headline oder irgendwo zumindest auf einer Website, sollte man jetzt Gold kaufen, weil Gold ja gerade wieder steigt. Ja klar, man kann Gold kaufen, wenn man davon ausgeht, dass wir eben jetzt wirklich hier wieder stark werden, dass wir dann eben vielleicht auch die Vorjahreshochs angreifen können. Ich denke, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass wir weiter Stärke sehen. Aber das will ich erstmal nicht. Ich will einfach, dass der Markt erstmal zurückkommt und dann von mir aus hier in irgendeiner Art und Weise vielleicht weiter hochläuft. Das ist alles kein Thema für die kommende Woche. Deswegen schieben wir uns das hier mal zusammen, machen das Bild ein bisschen kleiner. Und ich habe hier, ihr seht hier diese grauen Linien. Ja, das ist ein Fibonacci Retracement. Und für diejenigen, die eben es oder Schwierigkeiten haben, zu sagen, okay, was ist denn so realistisch an eventuellen Konsolidierungsphasen? Dann haben wir natürlich zum einen diese Unterstützungslevels, die wir aus der Vergangenheit in den Markt reinziehen, die eben dann eben Unterstützung bieten oder eben vorher Widerstand. Ja, hier Widerstand, ne, zack. Und dann eben nach oben, dann gab es hier eben Unterstützung und dann geht es eher weiter nach oben. Und so hangelt sich ja der Markt von Widerstand zu Widerstand und von Unterstützung zu Unterstützung und so weiter. Und dieser Bereich, der jetzt hier der Bereich um die Marke 1263 in etwa ist, der geht einher mit dem, in etwa, das ist so ein bisschen tiefer, mit diesem Fibonacci Retracement 38,2. Diese Zahl und dieses Fibonacci Retracement Level ist definitiv nicht in Stein gemeißelt. Und ich versuche ja auch in meinen Analysen, das kennt ihr von mir, immer mehrere Punkte, ähnlich wie mit dem Widerstand 13,05, ja, einmal der Punkt, dass wir natürlich schon eine ganze Zeit lang sauber nach oben laufen, also der Markt eigentlich irgendwann mal gesund, es wäre zumindest gesund, mal konsolidiert. Hinzu kommt, dass eben diese untere Grenze dieser Seitwärtszone ist. Und da versuche ich mehrere Gründe immer aufeinanderfallen zu lassen, die eben mir sagen, okay, ich kann es durchaus mal versuchen, erstmal entweder in diesem Bereich, in Richtung dieses Bereiches zu kaufen, beziehungsweise dann an diesem Bereich, wenn der Markt anfängt zu fallen, eben auch mal zu verkaufen. Und dieses zu verkaufen, das ist eigentlich so, dass der Punkt, den ich ganz gern sehen wollen würde. Also zum Beispiel, der Markt hängt da jetzt hier so ein bisschen fest. Ja, wir sehen das und hatten ja dann hier mit den Unterstützungslevels entsprechend Kaufszenarien. Auch hier hatten wir nochmal ein Kaufszenario. Aber der Markt schaffte es jetzt hier eben nicht, neue Bewegungshochs auszubauen. Er schwächelte sogar schneller, als dass er in Richtung der Hochs läuft und ist jetzt sogar hier leicht nochmal zurückgekommen mit dem Schlusskurs. Der ist ja jetzt hier in diesem Bereich. Wenn wir jetzt direkt weiter fallen, ohne dass wir nochmal nach oben laufen, also unter dieses 82er Unterstützungsniveau laufen, dann wäre hier relativ zügig der Gedanke durchaus erlaubt und realistisch, dass wir erstmal Schwäche sehen in Richtung, in etwa sagen wir 63, 64. Das würde ich auch versuchen zu handeln. Auch hier, ähnlich wie in den US-Märkten, haben wir so eine kleine Mini-Trendlinie, die nochmal zusätzlich dafür sprechen könnte, wenn diese gebrochen wird, dass sich vielleicht eine Bewegung in Richtung erstmal der 63 oder in diesem Bereich hier eventuell passieren kann. Bleiben wir allerdings oberhalb dieses 82,5er Unterstützungsniveaus, ja, also prallen hier direkt ab und zeigen dann nicht weiter Schwäche, ja, und gehen hier wieder nach oben, dann ist es erlaubt, in diesen Bereichen hier entsprechend long zu handeln mit den entsprechenden Chance-Risiko-Verhältnissen. Also man darf hier oben in diesem Niveau gar nicht mehr so große Stops wählen, denn der Weg nach oben ist, ich würde gar nicht mal zwingend 13,00 annehmen, sondern schon direkt 13,05. Und da habe ich natürlich in Bereichen hier irgendwie 89, 90, 91, 92, habe ich natürlich dann noch mehr als $10 Chance.
Und wenn man hier so mit Risiken arbeitet, die so um die 2 Dollar liegen, habe ich natürlich noch interessante Chance-Risiko-Verhältnisse. Aber viel größer, also ich würde hier zum Beispiel kein Breakout handeln. Ja, weil einfach bis zu meinem, den ich sage, der Bereich ist eigentlich ein markanter Widerstandsbereich und dass der da direkt durchgeht, klar kann es passieren, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich als nicht so hoch an, dass das passiert. Und dann ist natürlich so ein Break hier oben, ja, mit der Chance oder mit, nur mit einer kleinen Chance behaftet. Und somit, wenn dann, will ich hier unten irgendwo kaufen mit dem Gedanken, dass das passiert, beziehungsweise unterhalb von 82,3 dann erstmal die Short-Seite. Das sind so die Gedanken für den Start der Handelswoche, beziehungsweise für die komplette Handelswoche. Auch hier, gerade auf der Abwärtsseite, denkbar, dass die Volatilität auch leicht zunimmt. Und dann werden wir auch das in der Trading-Wochenanalyse, Quatsch, in den täglichen Livestreams natürlich betrachten, auch das ein oder andere Devisenradar nächste Woche zusammen machen. Da können wir uns zum Beispiel dann auch das WTI und Gold eben auch nochmal schnappen. Werden wir auch tun und dann eben die situativen Punkte ja, einschätzen und eben gucken, in welchem Bereich dieser Analyse von heute befinden wir uns dann am jeweiligen Tag. Ich wünsche euch erstmal aktuell ein schönes Wochenende und dann natürlich einen tollen Start in die Handelswoche. Wir sehen uns ja am Montag dann um 8.50 Uhr mit dem ersten Livestream DAX Long oder Short dann schon wieder hier wieder auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.